der Besucher merkt ganz sicher, dass wir am Schildhorn am Bauen sind. Das merkt er ja schon vorher. Ich denke nicht, dass das Ganze einen negativen Einfluss hat. Es gibt eine Abwechslung mehr. Und es gibt natürlich für viele ganz spannenden Einblick, wenn sie mit der Bahn hinauffahren und schon sehen, was man da alles realisieren kann. Das Spezielle an diesem Projekt ist, wir arbeiten auf 3000 Meter. Wir haben eine Einmaligkeit. Und es gibt so einen ganz schönen Beschrieb für das Objekt. Operieren am offenen Herz. Wir sind hier voll im Betrieb. Unter dem Drei-Restaurant, bei laufender Bahn, wo wir sämtliche Arbeiten versuchen zu realisieren, damit die neue Bahn, die Spur 3.1, als erstes realisiert werden kann. Wir sind hier knapp auf 3000 Meter und haben hier witterungsbedingt und logistiktechnisch eine rechte Herausforderung, dass wir die Betonarbeiten über die Bühne bringen können. Der Unterschied zu einer konventionellen Baustelle ist eigentlich, dass wir den Beton hier vor Ort machen. Das heisst, die einzelnen Elemente wie die ganze Chemie, der Zement oder auch das Kies werden einzeln mit dem Bändchen aufgeführt. Und dann machen wir hier eigentlich den Beton und den dann entweder hier im Birg auf die Baustelle oder mit der Transportbahn auf die Schildhorn. Betonbau, Hochbau, allgemein ist der Baukran natürlich ein sehr entscheidendes Element. Und wenn man nicht herkommt, dann muss man meistens kreativ werden mit Pumpen oder Förderbändern, anderen Hebegeräten. Der Kran kommt nun mal von gerade oben runter. Der Trächtig machen ist hier oben die Witterung. Alltag 40 cm Neuschnee. Das ist das, was ich ins Programm reinpfuschen kann, sage ich mal. Alles andere können wir irgendwie herbiegen.